Letzte Woche haben sich rund 1000 Teenager in einer Turnhalle in Erfurt getroffen und haben 48 Stunden Krieg gespielt, bis zur totalen Erschöpfung. Game over im Spiel Mensch gegen Maschine. Die 900 Mann starke PC-Gemeinschaft hat sich in Schlafsäcken verkrochen oder nutzt die Tastatur für einen kurzen Boxenstopp. Sonntagmorgen 5 Uhr. Die Thüringenhalle in Erfurt. Ein Jugendcamp im Zeitalter von Multimedia. Morgen. Wie lange hast du jetzt durchgespielt? Keine Ahnung. Freitag 16 Uhr. Einparken, Ausladen, Vernetzen. Das große Beben 3. So der offizielle Partytitel beginnt mit einem großen Krabbeln. Jeder Zocker bringt sein eigenes Hightech-Spielzeug mit. Karin Haas aus Bayern hat 6 Stunden Anfahrt hinter sich. Für das Treffen mit Gleichgesinnten ist ihr kein Weg zu weit. Wenn ich im Zimmer zu Hause sitze, da sieht man eigentlich keinen und es ist ein bisschen langweilig, wenn man dann nur eben vorm PC sitzt und sich vielleicht höchstens über ein bestimmtes Programm mit einem Headset, also mit einem Kopfhörer unterhalten kann. Ja, es ist halt live ganz anders. 880 Ballermänner kommen auf 20 Frauen. Karin ist eine echte Exotin. Oh nein, eine Frau! Noch vor dem Start macht Karin die ersten Punkte. In Sachen Technik liegt sie ganz weit vorn. Ja, wir werden jetzt erstmal schauen, wo es Strom gibt. Da sollte unten irgendwo eine Steckerleiste sein. Da kann man sich dann anstöpseln. Dann schaut man, wo der nächste Switch ist. Das ist ganz wichtig, sonst kommt man nicht mit den anderen in Verbindung. 18 Uhr, Karin geht ans Netz. Für die nächsten 48 Stunden tauscht sie die Waffen einer Frau gegen Maus und Tastatur. Jetzt kann das große Beben beginnen. Ready, set, go! Schreibtischsport als Massenbewegung. Verbunden über das Datennetz wird der Feind in der Maschine jetzt gemeinsam erledigt. Es ist ja nicht so, jetzt lauf wieder hin und dann schieße ich einen ab, sondern ihr habt da bestimmte Strategie und verfolge bestimmte Taktik. Und die meisten Spiele sind ja doch irgendwelche Gruppenspiele und man spielt nicht nur alleine gegen einen, sondern vielleicht zu fünft gegen fünf andere. Das computeranimierte Kollektivgeballere verbraucht den Strom von 120 Einfamilienhäusern. Der Gesamtwert der Technik rund 2 Millionen Mark. Da kommt Freude auf. 3, 2, 1, das Netz stürzt nicht ab. Die Organisatoren sind zufrieden. Für sie ist das Meeting so eine Art Weltwirtschaftsgipfel. Die Leute, die da in der Halle sitzen, das ist wirklich das, was von den ganzen Wirtschaftsministern gefordert wird. Das ist die New Economy. Der Überlebenskampf in der New Economy ist härter geworden. Das gilt scheinbar auch für die Wochenendzocker. Tarnen, täuschen, töten lautet das Motto der Militaristenfraktion in der Computergemeinde. Auf dem Bildschirm wird die Welt gerettet oder vernichtet, je nachdem, was der Markt so hergibt. Zwei Teams, immer Terrors, immer Counters. Und Terror-Team muss halt versuchen, Bombe zu legen und Kampfterrorist schießen halt im Scherben. Acht Stunden läuft der PC-Marathon inzwischen. Das Daddelfieber erreicht den Höhepunkt. Hier denkt zurzeit niemand an eine Pause. Karin und ihr Freund Pink schlagen sich gemeinsam durch den virtuellen Dschungel. Körper und Computer sind längst eins geworden. Wie wichtig ist der Computer in deinem Leben? Ja, es ist einmal Beruf und es sind so quasi unsere zwei kleinen Kinder bis jetzt. Also mit der anderen Frau würde es wahrscheinlich gar nicht aushalten. Nach 12 Stunden in die Tasten hauen, schwächeln die ersten User. Man lenkt sich ab, um drohenden Realitätsverlusten vorzubeugen und gibt sich durchaus menschlichen Gelüsten hin. Wir haben hier einen Fixer für Christian Liebert. Fixer ist wieder angekommen. Wenn der Magen knurrt, mutieren die Bildschirmstrategen zu echten Improvisationskünstlern. Die Nahrungsaufnahme muss schnell und computernah geschehen. Es gibt hier immer nur Pizza und zwar auf Dauer das ganze Wochenende ist deswegen eintönig. Darum versorge ich mich lieber wegen selbst. Was hast du alles so für Dosen mit? Also hauptsächlich Ravioli und noch ein paar Suppen. Es ist ja recht abwechslungsreich. Ja, das ist in Ordnung. Weitere 6 Stunden später. Die PC-Gemeinde unterliegt der natürlichen Selektion. Jetzt spielen nur noch die Härtesten. Karin gehört nicht dazu. Sie hat sich 3 Stunden Schlaf gegönnt. Wie war die Nacht? Die Müdigkeit, die hat schon noch gesiegt.
Sonntagmorgen. Katerstimmung bei den Computerfreaks. Noch 10 Stunden darf geschossen werden. Zum Endspurt macht sich Kari nochmal frisch. Sie ist eben eine Frau. Manche duschen wirklich. Manche haben die sogenannte Schnelldusche dabei. Das Deo-Spray. Hast du denn Zahnputzwasser heiß? Nee, Zähneputzen kann auch kalt. Das soll ein Kaffee werden. 40 Stunden war Karin jetzt nicht mehr an der frischen Luft. Ihr graut schon vor dem Schritt zurück in die Realität. Das Schlimmste ist einfach, wenn die Sonne draußen scheint. Hier ist doch ziemlich düster. Wenn man dann rausgeht, dann erst mal, oh, schlimm und schwächelt man halt ein bisschen. Aber ja, die Heimfahrt ist halt dann wieder das, was dann den normalen Alltag zurückholt. 48 Stunden war der Computer Karins bester Freund. Jetzt spielt Pink wieder die erste Geige. Ein Bildschirm schmeckt vermutlich auch nicht wirklich gut.